Ladies and Gentlemen, willkommen zurück endlich zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Yay! Boah, also Leute, bei mir war echt einiges los in der... Ich wollte schon sagen, wo ist die Hütte hin? Ich wollte schon sagen, was ist während meiner Abwesenheit hier passiert? Boah, aber bin ich froh, endlich mal wieder was aufnehmen zu können. Bei mir war echt was los in letzter Zeit. Haben wir irgendwie... Ja, wir haben zwei Pfeile, aber keinen Bogen. Ja, egal, du das Weiterleben, Spinne. Oder? Nein, du darfst nicht weiterleben. Ich bin dein Vernichter. Boah. Wow. Ach stimmt, ja, wir haben ja hier diesen Epic Cutlass mit 18 Attack Damage. Auf jeden Fall, bei mir war einiges los in letzter Zeit und ich bin endlich froh, wieder was aufnehmen zu können. Mal kurz hier den Scheißsatz. Ich weiß noch gar nicht mehr, wo ich meine Thronsordnung hier so weit hingetan habe. Ich wollen wir auch mal dazu. Technikgedönse war, meine ich, hier drin. Gut. Also, was ist alles passiert? Ich will erstmal schauen, was hier noch so passiert ist. Ich war nämlich mal nochmal eine längere Zeit AFK hier auf dem Server. Okay, da sind noch ein paar Sachen noch reingekommen. Mit den Bienen müssen wir auch irgendwann mal was machen. Darauf sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ich muss mal schauen, ich hatte meine ich noch mal, nachdem ich den Grinder hier aufgebaut habe, der ist noch am Laufen. Dazu werde ich mal ganz kurz was sagen, und zwar in der letzten Folge, die ich hochgeladen hatte, war ja diese englischsprachige Folge. Da hatte ich ja meinen guten Kumpel Mudde dabei. Und ja. Die Folge, die ist ja ziemlich gut angekommen bei euch. Ja, die war echt von Arsch, ich weiß. Ich hatte aber ganz ehrlich gedacht, dass ihr mehr totlachen würdet darüber, dass wir so kacke Englisch sprechen können. Aber naja. Passiert halt, kann man nichts machen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich habe noch eine weitere Folge von der englischsprachigen Sache auf Platte vorliegen. Wollt ihr die noch haben? Weil noch so weiter ein paar Dislikes, dann finde ich das echt ein bisschen kacke, wenn ihr erst kommt, ja komm, hau raus und dann kommt, nee, die ist kacke, nee, Dislike. Deswegen frage ich jetzt, wollt ihr diese andere englischsprachige Folge noch haben? Da haben wir, glaube ich, hier, ich bin gerade nicht sicher, aber ich meine, wir haben da den Grinder aufgebaut. Bin ich mir echt nicht sicher. Ist schon echt ein bisschen sehr länger her. Ein bisschen sehr länger, auch vor allem. Mein Deutsch wäre Gott. Ich Deutsch spreche Gott. Auf jeden Fall, wollt ihr diese eine Folge haben? Schreibt es mir in... Wow, Hammerleck. Schreibt es mir in die Kommentare. So, was hat denn die Quarry noch so weiter erfarmt? Ja, so. Eine Valiant Princess? Okay. Und wir haben anscheinend einen Spawner getroffen. Bedrock Dust? Okay. Boah, Iridium, richtig nice. Endel! Alter, ich sammle das jetzt erstmal zusammen. Bedrock Dust? Euer verfickter Ernst? Puh, also da bin ich doch echt ganz ehrlich mal schwer überrascht. Alter Finne. Tue ich das mal dazu, weil ich die pflanze ich nachher an. Was machen wir aus 20 Bedrock Dust? Pressure Head können wir machen, der ist kompakt. Muss ich mich mal reinlesen. Bedrock Shaft hier. Ja. Ah, okay. High Strength for Swing. Bedrock Gears. Converter Tier 5 Upgrade. Bedrock Alloy Ingots. Stimmt. Die Pickaxe, die wollte ich nochmal machen. Da machen wir auf jeden Fall schon mal so eine Pickaxe. Komm, verbannen wir jetzt einfach mal den ganzen Bedrock das und machen uns, gönnen uns einfach mal jetzt hier so ein bisschen Bedrock-Ausrüstung, ganz ehrlich. Es war mir zwar nicht bekannt, dass man per Spawner auch an, wie heißt es, Bedrock das kommen kann, aber okay, ich beschwere mich nicht. Ich dachte, die muss man sich wirklich noch abfarmen quasi. Aber wir werden auf jeden Fall mal den Bedrock Breaker machen. Das würde mich nämlich mal gerne interessieren, wie der so abläuft. Aber zuerst Bedrock Dust und HSLR Steel Ingots.
Was? Der ist wirklich schon mal. Okay, das dauert dann doch ein paar Jährchen. So, komm, legen wir uns mal gerade schlafen und dann erzähle ich jetzt gleich mal, was alles bei mir los war. Das hier wird eigentlich wirklich so eine kleine Folge, wo ich so ein bisschen plauder und ich glaube nicht so richtig produktiv werde. Auf jeden Fall, ich hatte ja letztens gesagt, dass ich mich beworben habe für das Auslandspraktikum an meiner Schule. So, und ich hatte jetzt halt das Bewerbungsgespräch gehabt. War scheiße anstrengend, bin ich ehrlich. Halt wirklich die ganze Zeit krampfhaft durchreden auf Englisch, ein englisches Referat. Und was muss ich als erstes erfahren? Wir haben 7 Stunden Englisch gesprochen am den Tag. Also nicht am Bewerbungstag, sondern den Tag davor, wo ich sogar noch auf Englisch aufgenommen habe. Hier ist alles in Ordnung, okay. Was ist? Guck mal, da können wir noch ein bisschen die Hilarium nachfüllen. Bevor ich jetzt wieder komplett abschweife. So, hatte dann heute das Gespräch, also heute ist Donnerstag, der 18.12. Oh, bald ist Weihnachten. Ich glaube, an Weihnachten machen wir sogar noch eine kleine Special-Folge. Ich glaube, das wird, ist ja Pflicht hier langsam. Gut, ja, wie gesagt, ich hatte dann heute mein Gespräch, wo es darum ging, wer ausgelost wurde. Kommt der Lehrer an, der uns das verkünden wollte? Ja, kommt heute um 10.55 Uhr vor dem Raum da. Ja, ja, machen wir. Wir sind da, alles wartet auf den Lehrer. Wir denken nur, boah, beeil dich doch einmal in deinem Leben. Ja, ist die Pause bald vorbei, wir kommen an. Denken wir, ja komm, gehen wir gleich in der nächsten Pause. Kommt der Lehrer gerade um die Ecke und hört, ja, Entschuldigung, ich hab voll verpeilt, dass wir, ich dachte, wir hätten gerade Pause und Anfang ist schon Pausenende. Wir machen es kurz. Du und ich fahre nach Teneriffa. Ich habe mein Praktikum auf Teneriffa bekommen. Oh, ey, ihr wisst gar nicht, wie scheiße froh und glücklich ich bin. Es war so eine scheiße harte Arbeit, daran zu kommen. Aber ich würde sagen, am Ende war es doch noch Wurf. Kann man echt schon noch sagen, es war Wurf. Boah. Jetzt muss ich auf jeden Fall, will ich mal wieder endlich weiterkommen in meinem Let's Play. Hab ja so lange nichts mehr gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ausbauen. Das gefällt mir so langsam gar nicht mehr. Ja, das sieht nicht... Okay. Okay. Wir müssen das ausbauen. Das geht bald nicht mehr anders. Ich würde sagen, wir machen jetzt... In dieser Folge machen wir so eine kleine Erzverarbeitungsfolge, sage ich mal. Wie sieht das eigentlich schon hier? Wow, schon 3 Barren. Wir verarbeiten jetzt erstmal hier so ein paar Erze, einfach so, um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Machen dann nächste Folge, habe ich noch was Spezielles vor. Da würde es um etwas gehen, was vielleicht schon welche, die am diesen Montag den Livestream bei Bakerman gesehen haben, könnten vielleicht schon ahnen, worum es sich handelt. Es wird auf jeden Fall für mich persönlich wichtig sein. Es wird auf jeden Fall eine kleine Special-Folge und ich finde es schade, dass es... Ich bin echt traurig darüber, dass es so special ist. Also da ist was geplant und danach die Folge, stehen jetzt halt wirklich mal wieder 3 Folgen auf. Würden wir sagen, machen wir mal eine weitere Fabrikhalle. Und wir kümmern uns mal um die Erzverarbeitung. Erzverarbeitung, mhm. Hier die Verarbeitung von der Forstfahrt. Boah, ja. Entschuldigung. Entschuldige ich mal gerade ganz kurz, aber das war gerade ein bisschen... Ja, da habe ich mal kurz ein bisschen aufgestoßen. Ja. Halt wirklich, weil ihr seht ja, hier unten ist es bald rammelvoll und da muss was geschehen. Ich würde sagen, mache ich hier einfach so einen Anhang und eine richtig große Halle. Wir haben... Ja, ich habe keine Hammer. Ich will jetzt aber gerade keinen Hammer gießen, das dauert so lange. Komm, aktivieren wir mal den Reaktor, dann könnte mal der... Die Curry ein bisschen durchlaufen. Wie sieht es eigentlich bei der aus? Ja, die ist gut. Ja. Ich schaue mich aber echt, wo der Spawner war. Da ist eine Höhle. Hm? Ich weiß es echt nicht, aber es würde mich mal interessieren.
Scheint auf jeden Fall nicht irgendwie an einem Randzug gewesen zu sein. Es war ein Spawner verloren gegangen, aber kann man halt nichts machen. Na gut. Gehen wir zurück. Okay, was machen wir dann jetzt alles? Wir räumen erstmal ein bisschen unser Inventar auf. Ja, schon wieder Inventar aufräumen. Bla bla bla. Maul halten. Ein paar Orbelwiebüsche könnte ich eigentlich auch irgendwann mal farmen gehen. Da habe ich nämlich auch so eine kleine Farm vor. Ja, jetzt habe ich auch nicht auf die Zeit geachtet. Aber ja, es passiert, würde ich sagen, ganz ehrlich. Okay, auf jeden Fall. Teneriffa bin ich angenommen. Habe ich schon mal abgehakt, wisst ihr Bescheid. Nachgefragt bezüglich der letzten Folge, die auf Englisch ist, habe ich auch. Ist gut. Ja, was gab es denn noch Neues? Gab halt bei mir zu Hause auch noch ein bisschen Stress bezüglich meiner Oma. Kann ich mal so, sag ich mal, sogar zu offen. Alter, ein Bedrock Song mit Sharpness 5 und Looting 5. Ich glaube, damit gehen wir irgendwann mal in Nether oder Endermans Farm. Auf jeden Fall. Meine Oma hat momentan eine kleine Harnröhrenverengung und da mussten wir natürlich deren ein bisschen Unterstützung liefern. Konnten wir einfach nicht so stehen lassen. Weißt du was? Die Fabrik, wollen wir hier die Fabrikhalle nochmal hin? Kann man schon mal so ein bisschen planieren für nachher. Oder für euch für übermorgen. Ja, auf jeden Fall. Die hat eine Harnröhrenverengung. Wir war mit der mehrmals im Krankenhaus mittlerweile, blöderweise. Und wir haben echt von jedem Arzt immer nur das Fleisch gehört, die muss trinken. So. Ich denke mir nur, ja, okay, sollte dann schaffbar sein. Wie ist dann mit alten Leuten? Ja, ich muss aber dann aufpinkeln. Dann, nee, ich trinke nichts. Gut. Aber das erste Problem. Also, müssen wir vor allem. Mhm. Heute habe ich es echt wieder mit der deutschen Sprache, das ist Wahnsinn. Aber ich kann auch gerade echt plappern wie ein Maul. Das ist wie ein Maul oder wie ein Maultier? Ich plapper halt echt mal ein bisschen mehr. Freut mich einfach wieder so aufnehmen zu können. So, und jetzt habe ich natürlich gerade den kompletten Faden verloren. Ich war daran. Mit meiner Oma das. Auf jeden Fall. Halt. Meine Oma ist halt in Gedanken. Die muss nachts oft aufstehen, weil sie pinkeln muss. Also liegt am Trinken. Also trinkt die nicht viel. Mussten wir da erstmal austreiben. So, haben wir es geschafft. Dann hat die einen Katheter trotzdem noch gesetzt bekommen, weil sie halt nicht pinkeln konnte. War jetzt aber nicht ihre Schuld und so weiter. Ja. Ging es dann weiter. Durften wir mit ihr zum Urologen fahren. Die hat momentan wirklich tons of Beschwerden. Der geht's einfach nur momentan dreckig. Sitzt dann mit dem Urologen. Nee, mir geht's gut. Müssen nichts machen. Das ist dann wieder ein Moment, wo ich mir denke, was, wieso sagt einem sowas, wenn er doch solche Schmerzen hat? Und dann sagt er beim Urologen, wo ihm wirklich geholfen werden kann, nee, ich hab nichts. Das interessiert mich echt mal. Ich meine, es kann sein, dass sie quasi schon mit dem Leben abgeschlossen hat. Sie hat ein langes Leben gehabt, sie ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Gut, aber okay. Würde ich auch jetzt nicht euch mit so wirklich belasten. Oder, naja, jetzt nerven kann auch sein. Ihr müsst den ganzen Rotz ja hören. Aber gut. So. Dann habe ich mich nochmal wie immer so ein bisschen stark auf die Schule konzentriert. Wir haben jetzt kurz vor den Ferien. Morgen ist für mich der letzte Schultag. Ich schreibe morgen meine letzte Klausur. Ich habe diese Woche 4 Stunden Mathe geschrieben, 4 Stunden Deutsch. Ich habe letzte Woche 4 Stunden Technische Informatik geschrieben. Das ist halt wieder Netzwerktechnik und so ein Rotz. Da haben wir sogar teilweise sowas wie IP-Adressenberechnung, also Subnetting für die Cracks unter euch. Haben wir gemacht. Und ich bin ehrlich, ich habe teilweise saß da und habe dann auf einmal einen Blackout gehabt. Und ich denke nur, scheiße, das darf jetzt nicht wahr sein. Aber na gut, kannst nichts machen. Ja, da wollte ich den Netbook auf jeden Fall haben. Aber auf jeden Fall, morgen schreibe ich noch eine letzte Klausur. Und wenn die dann fertig ist, werde ich mich erstmal zu Hause hinsetzen, zocken und wieder richtig aufnehmen, Videos rendern. Ich werde schauen, dass ich diese Folge heute vielleicht noch raushaue. Ich weiß es nicht. Kann es nicht versprechen.
Aber ihr werdet das jetzt sehen. So, was gibt es noch Neues? Oh, es gibt eine schöne Nachricht für euch. Und zwar, ich bin ja nicht so der Typ, der dann sagt, ja, okay, ich habe eine Community und dann mache ich jetzt nichts für. Bin ich da so gar nicht der Typ für. Ich meine, einige haben ja schon mitbekommen, ich habe schon mal angeboten, dass ich gegen mit einigen, wenn sie Interesse hätten, mal irgendwie Pokémon gerne spielen würde und so weiter. Was ich jetzt machen würde, ich habe mich ein bisschen reingesetzt. Ich schätze mal, es wird bald zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal kommen, einem festen Let's Play. Dafür habe ich mich momentan eingesetzt. Lizenz habe ich für bekommen. Heißt, es wird bald starten. Es wird auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele sein. Oder Spielereien. Und das wird auch durchgeknüppelt. Ich will endlich mal ein paar weitere Let's Plays fertig haben auf meinem Kanal. Und auch ein paar Aufrufe wieder. Ich meine, wir gucken jetzt bei 5200 rum. Ich meine, es ist eine super große Zahl, aber so kann das nicht weitergehen. Ich will endlich mehr haben. Mehr! Mehr! Ja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr habt es mitbekommen. Ich würde echt gerne meinen Kanal ein bisschen weiter ausbauen. Würde auch mal gerne schauen, dass ich schaue, mal so einen Kanaltrailer zu machen. Muss ich mal schauen. Ihr seht jetzt auf jeden Fall noch, wie ich jetzt hier schon mal losgucke. Ich suche diese Nacht mal ein paar Endermans, weil ich ein paar Enderperlen mal bräuchte. Aber währenddessen rede ich noch weiter. Zombie. Hallo Zombie. Alter. What the fuck? Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsschwert. What the fuck? Okay, also das ist echt ein krasses Schwert. Ich meine, ich wusste ja, dass Bedrock stark echt stark ist, aber so stark hätte ich echt nicht erwartet. Alter Fenne. What the f... Alter, dem seine Rüstung ist instant... Liebe Leute, wir werden sehr viel Spaß haben mit dem Schwert. Hallo Slime. Ah, der hat aber nichts gedroppt. Ich sehe aber auch echt gerade keinen Enderman. Wow. Hallo Creeper. Also Gunpowder nehme ich mir gerade auf. Gunpowder würde ich echt gerne gerade mal mitnehmen. Ich meine, Gunpowder können wir noch einiges gebrauchen für Rotary Craft allein. Für HSLR Steel. 25 Gunpowder in so kurzer Zeit. Ich habe jetzt aber gerade echt keine Ahnung, wie lange ich schon am Aufnehmen bin. Ist mir aber auch relativ latte. Und ich habe gerade einen Enderman gesehen. Komm, werfen mal die Creeper-Köpfe weg. Alter, zwei Endermen. Ich freue mich. Okay, jetzt ist glaube ich der Moment, wo ich mal kurz reingehen sollte und mich regenerieren. Ich weiß auch nicht, wie ich so drauf komme. Alter, finde drei Ender. Da ist was zusammengekommen. Hallo Zombie. Ich wollte schon sagen, der ist noch ein Enderman, aber nee, war leider nur ein Baum. Alter, kann man mit dem scheiß Schwert Enderperlen fahren? So, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt mit den Enderperlen machen werde. Ich habe da schon so eine Vorahnung, was ich, glaube ich, bald mal machen müsste. Gut, ich werde auf jeden Fall jetzt sagen, grundlegend ist so ziemlich gesagt, was alles bei mir war. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich schon mal sagen soll, was das für ein Let's Play sein wird, aber ich glaube,
ich werde es noch ein bisschen geheim halten, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber das war's so grundlegend mit dieser Folge. Ich muss mal kurz noch was einschränken, Ingot. Okay, auf jeden Fall. Das war's so erstmal mit dieser Folge. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart und freut mich, dass ich endlich mal wieder was aufnehmen konnte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, oh, ich durfte das so lange nicht mehr sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Bis dann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.